herumgedaddelt. Tritratrulala, was haben wir denn überhaupt da? Es ist nicht, wir haben seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Primäre Aufgaben. Etwas Seltsames geschieht in der Simulation. Man wird dich angreifen, bis die Situation geklärt ist. Irgendwas stimmt in Steamport nicht. Loyalität, das übertrumpft alles. Kehre in die Simulation zurück. Ach, wir dürfen mal wieder in die Simulation. Ist das nicht schön? Ja, komm ich hier überhaupt rein? Ach, da drüben. Ja, nein! Hilfe! Ich drücke zwischendurch immer mal wieder Escape, nur um dich zu ärgern. Ich merke dich einfach. Solange mein Gesicht nicht einfriert, ist alles gut. Ich mache erstmal eine Bargeldüberweisung und da habe ich mal 35.000. Ich mache mal wieder hier einen auf Wayne's World. Meine Kaffeetasse ist kaputt hier, ein Loch, der Kaffee ist schon wieder... Halte Y, alle. Um Mitstreiter zu rekrutieren. Das ist wahrscheinlich Z, oder? Y? Ach, weiß der Teufel. Warte mal hier, was ist denn das hier? Das ist der Dingsbums, genau. Dazu musst du immer diejenigen angucken und dann Y drücken. Ach so. Was haben wir genau? Superstampfer. 200 Kilometer von mir weg. Ich müsste mich mal wieder umziehen. Mittlerweile hängt mir dieses Ding dann doch schon wieder aus dem Hals raus. Zurück. Lang gehen, und das zum Hals heraushängt. Bargeld! Katsching! So, warte mal, wo sind hier die Karten? Genau, ja Karte. Noch, da. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin da drüben. Was ist das hier? Chaoslauf? Betrug? Ich muss erstmal gucken. Unbekanntes Geschäft. Ich nehme das da. So. Und jetzt nochmal Auslösen der Kräfte. Ich hab da auch nicht mehr drauf. Aha. Hui, ich kann fliegen. Alter, ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Ich hab die ganze Steuerung nicht mehr im Kopf. Mit der Stringtanger-Tastusse. Ich gehe mal kurz hier was hacken. Und ich versuch's zumindest. Mal gucken, was dieser Laden so ausspuckt. Wie komme ich denn am besten vorbei? Warte mal, so. So. Dann da hoch. Dann da rüber. Dann wieder da hoch. Da hoch. Oh, zack, zack. Noch eine Datensammlung. Darüber war jetzt ultra schwer. Und was hast du gestern so am Tag der deutschen Uneinigkeit gemacht? Mein Weibchen verärgert. Kannst du gut irgendwie. Das kann ich wirklich gut momentan. Ach, hier gibt's Waffen. Waffen kaufen und verbessern. Was haben wir denn Schönes? Hier gibt's zum Beispiel die Alien-Panzerfaust. Die kaufe ich mir direkt mal. Ich habe die letzten zwei Tage Hardcore ausruhen gemacht. Richtig stark. Also, hab ich mich ausgeruht. So, neues Spielzeug. Nochmal eben eine Datensammlung aus dem Boden herausgestampft. Ja, man hört das die ganze Zeit. Das ist so ein Bium, Bium. Bam. Endlich mal die Dubstep-Kanone ausgewählt im Übrigen. Hast du jetzt endlich mal? Ja, ich hab's die ganze Zeit ja nicht gemacht. Dann nehmen wir den Querschläger noch mit. Du kannst bleiben. Oh, so ein Querschläger. Ja. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Achso, Munition noch übernehmen ist gut. So, wir haben jetzt... Was bist du denn Lustiges hier? So ein bisschen Nebenaufgaben machen, so just for fun. Um so ein bisschen... Ach, der Querschläger ist der immer so rum teleportiert. Oh, ich hab doch nur geschossen. Und schon bin ich... Mach ja auch gerade ein bisschen... Achso, deswegen. Bist wieder unartig? Nee, so. Sind böse zu mir. Ich bin eigentlich ganz friedlich und so. Ich laufe hier ein bisschen durch die Gegend und ab und zu ist da vielleicht mal ein Zivilist, der mir in den Weg kommt oder so, und ich dann umrenne oder vielleicht mal ein Polizist. Aber hey, Schwund ist überall. Ups. Naja, ich habe gerade ein Auto über die Brücke gepfeffert. Hoppala. Passiert halt mal, es passiert mir auch ständig im Alltag. Ja, genau, schwupp weg war's. So, ich bräuchte mindestens nochmal ein Umzugsgedöns. Planet Zinn, brauchen wir denn eigentlich Planet Zinn? Nee, ne, doch. Umzugsgedöns, willst du schon wieder umziehen? Du bist doch letztens erst umgezogen. Ja, ich dachte mal, ich zieh nochmal um. Ich zieh mich ja gerne um. Um die Ecken. Also, Fliegen ist immer das Geilste in diesem Spiel. Was hältst du eigentlich von dem ganzen GTA-Hype? Ich warte darauf, dass endlich die PC-Version angekündigt wird. Alles andere interessiert mich nicht. Alles klar, gut, dann. Haben wir schon gesagt. Ich will auch nichts an, ich will mich nicht spoilern lassen. Ja, Dito. Und vor allem, wir kommen dann gleich mit in die Multiplayer-Option. Das heißt, wir können dann direkt
Los, Legorn. Und die ganzen Konsolenspieler sind quasi jetzt unsere Beta-Tester für den GTA Online-Bereich quasi. Das finde ich sehr gut. So sieht's aus, ja. Die ganzen Konsolen-Noobs. Oh, jetzt mache ich mir gerade Feinde. Oh. Wie kannst du es nur sagen? Konsolen-Noobs. Ich glaube, dann muss das irgendwie... Nee, das ist auch ich doof. Will nicht verraten, wie viele Xbox-Controller ich mittlerweile durchgebracht habe. Weil wegen unpräziser Steuerung und rumärgern. Ich glaube, das hier ist dann doch ein bisschen schwerer. Ich bin mal sehr gespannt auf diese... Das hat mich so ein bisschen geflasht, dieser Controller von Valve. Der könnte echt mal... Wenn das richtig gut umgesetzt wird, könnte das quasi die nächste Generation von Game-Controllern für Konsolen sein, meiner Meinung nach. Du meinst das Nipplegate? Yep. War so geil, oder? Einer meiner Lieblings-Webs-Comics. Ja, auf jeden Fall. So, dann machen wir mal gucken hier. Kleiderschränke, Anzüge erstmal. Aber wie gesagt, auf den Controller bin ich echt mal gespannt. Ich habe früher sogar, muss ich sagen, Quake 3 mit Trackball gespielt und das ziemlich gut, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach du Scheiße. Kann man auch nicht vergleichen mit der Präzision der Eingabe eines mit Thumbsticks, das ist einfach. Ein Thumbstick? Habe ich jetzt gerade Thumb gehört? Thumbsticks, Daumenstöckchen. Ach so. Oh, das ist jetzt die offizielle Bezeichnung für dafür, Daumenstöckchen. Machst da wahrscheinlich schon wieder Poster rum in irgendwelchen BHs oder so? So ähnlich zumindest. Bring mal ein bisschen Freunde mit, die auf uns schießen. Du bist immer noch so halbnackig hier. Jetzt nicht mehr. Im Übrigen, mein neues Spielzeug. Was? Wie? Spielzeug? Ja, mein neues Spielzeug hier. Muss mal eben raus, ich sehe nix. Achso, die Alien-Panzerfaust. Oder welches war das? Was schießen hier gerade auf uns? Ich vermute mal... nicht so nette Personen. Kann nicht so schlimm sein. Flow-Dosen stehen hier rum, das finde ich gut. Ja, ganz viele. So, direkt mal gucken. Ach, hier sind gegnerische Gänger, sind das hier quasi. Ach so, ja dann. Was haben wir hier noch Schönes überhaupt? Die Dosen rennen rum und verstecken sich. Das ist aber eine schöne, die will ich haben, die Karre hier. Uah. So, dann kann man sich nochmal einen Wagen markieren. Hier, das war es noch. Jetzt reicht's aber hier. N war es, genau. Boom, Baby! Wüt, tschuah! Boom! Noch einer? Who wants some? Presse und was nehme ich denn mal? Bam! Muss jetzt mal ein bisschen Gesundheit auf. Bam! So. Ich glaube, ich muss jetzt aufladen. Ups, Entschuldigung. Ich suche mal den Ball, ja? Ja, ist eine gute Idee. Wo ist er denn? Ich sehe ihn noch nicht. Siehst du ihn? Goldene Analkugel hier. Das ist ein Gogo-Bällchen. Ich sehe keinen. Ich sehe gar keinen. Ich sehe nur dich rumlaufen und Sachen zerstören. Ich höre nichts. Ich sammel. Whee! Nee, irgendwie auf der Minimap wird auch gerade nichts angezeigt hier. Nee. Ein goldenes Kügelchen. So. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hat man ja noch eine Aufgabe gerade. Das war ja die hier. Ups. Boss, if I'm gonna track where these gangs are coming from, you need to destroy the relays masking the signal. Sid will be able to take down the relays, right? Actually, yes. Wir mal eben so ein Gebäude besteigen, um eine Datensammlung einzusammeln. What's the plan to stop these relays, Sid? I'll need to find the relays first. Some areas of the simulation offer a more advantageous mapping point than others. Let's get to one. After you. Okay, dahin. Für diverse Nebenaufgaben gibt's nette Boni. Ja, aber da komme ich weiter. Also ich spiele auch nur durch. It is too much for me to get a read. I need you to throw me into the sky. Too lazy to fly? Yes.
but I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. Yes, I need you to throw me into the air. If you insist. This location should work. One moment, please. I need to be higher. Almost dance dancing. Willst du? Ja. One moment, please. Hab schon. Und tschüss. Throw me higher. Almost. Almost. Also ganz da hoch, this ja. way. This is important work I am doing. Yeah. Nobody else on your team could do this, right? Where is this going, Sid? I want to be compensated for my contribution. Just tell me what you want, Sid. A woman. Not it. I am in the prime of my life. Just tell me what you want, Sid. A woman. How about no? Ach, da hinten seid ihr zugänglich. Ich schmeiß noch kurz Sachen durch die Gegend. Here is the relay. Surely this must be worth something of value. Sure, Sid. Geronimo! Bam. Did you just do something? Because this connection just got clearer. I'm just killing things. Who knows what it's doing? I need to scan the area again. Let us go to another mapping point. Achso, meine Raketenwerfer muss aufgeladen werden. So, jetzt geht's. Oder? Nervig, so, ja. An diesem Punkt. Ablauf. 100 Meter. Und los geht's. Wir haben ihr Ziel erreicht. 200 Meter. Throw me into the air again. Will you please throw me into the air? Dubstep-Kanone! Uh-huh. Mm-hmm. I have it. Let us go. I have been thinking. Weiter. As compensation ja, for my assistance, hier. I would like to go out on a date with Kinsey. I don't think so. Demanding dates as payment doesn't score points with the ladies, Sid. Fine. Then perhaps Shondi would enjoy my company. Promise me I get to be there when you ask her. Ist sie ganz da oben schon? Nee. Ich bin gerade damit beschäftigt. Ab. Ja, ich bin auch schon gerade so ein bisschen wieder am Wackeln. Wow, wow, wow. The moment I walked into that underground shithole the crew was setting up in, I knew it all had potential. So the Saints had been out of the game a while. So what? We had the boss and we had Johnny Gat. Here is the next relay. I knew I was a little rough around the edges, but I was willing to learn. Then the boss goes and throws me the Sons of Somdi. Now that was a drag. Oh nein, 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 fliegen! Aua, aua, ich bin geschossen. Ich bin runtergehauen worden. Ah, Hells. Boom! Fliegt, ihr kleinen Schweinchen, fliegt! Incoming! Dicker, fetter Hosenboden, Scheißer. Aua, hier sind ja, Gegner. Zerstören wir mal die Dinger hier. So, das haben wir jetzt zerstört. Was jetzt? Zinyak getting these guys from? Zinyak must be pulling data from somewhere. As with all the simulations, these manifest from the subconsciouses of the captives hooked into the machines. So, whose subconscious are we dealing with? Shondi says the mnemonic mapping fits the profile of Johnny. Four. I told you Johnny was alive. I need to look into this, but I'll be in touch. Let us go. I am earning this date. I am earning this date. Yeah. Oh, da unten geht's ab, da unten geht's ab. These relays have shields, Kinsey. Sid, can you take them down? For the hand of a loving partner, I would do almost anything. I'm not going on a date, Sid. Throw me into the shield generator and I will disable it. You are right. It is best to wait until... Sid mit bla bla bla, okay. I suppose Asha is also a pairing option. Are we still talking about this game nonsense? It is not nonsense. I am not doing this solely for your benefit, you know. Was ist das denn schönes hier? Kann ich das benutzen? Was muss ich mit Sid eigentlich jetzt machen? Wirf Sid mit Telekinesis in den Schildgenerator. Jetzt komm her, du. Throw me into the generator. Okay. Wo ist denn der Generator? Da oben? Es wird blau markiert. Ich gehe einfach mal davon aus. Und hab, glaube ich, daneben geschossen. Failed. You are right.
it is best to wait until the shield generator turns itself off. Ja, toll. Nochmal, komm. Mach du nochmal. Siehste, ich hab's drauf. Deine Mutter hat's drauf. So, also beschützen. Alles klar, da kommen sie auch schon. Von allen Seiten. Da unten lebt wieder. Mit unseren Dubstep-Kanonen. Haha, Dubstep-Power. If I die, please plant a flower where I fall. Man sieht es zwar nicht gerade, aber ich tanze vor meinem Monitor. Na, aufladen. Wie lädt man das Ding eigentlich auf? Die lädt sich von selbst auf. Das heißt, in dem Fall kann man einfach... Boom! Bam! Mach mal so. Bam! Ah, muss aufladen. So, das sieht doch gut aus. Einfach endlich mal eine Mission, die wir halbwegs geschafft haben. Alles drei. Da ist noch was. Geh zu den Relays. Okay, da drüben nochmal ein Relay. I can relate. This is the last relay I have found. After careful consideration, I am firm in my intent to court Shandi. Gangster. She won't gouge out your one eye. I do not need luck. I am quite charming. And this shell offers a variety of options when it comes to. Stop. Hast du gerade Feuer gemacht? If you want the shield down, throwing me into the shield generator is the thing to do. Same as before, just throw me into the shield generator. Cover me. Hab ihn. Dann throw ihn mal. Hab ich schon. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Ein Roboter. Since when did the Vice Kids have giant robots? The Zen appear to have quite a few technologically advanced forms. I am curious. Why it is you chose a metal basketball for my shell? Come on, it's cute. I have personality. I do not need to be cute. I have personality. I don't have to be cute. What? Didn't think that thing was ever gonna blow up. Just a bit longer. Sterbt ihr Schweine! Almost done. Warte mal hier. Shields are down. Na dann. Let's boost the shit! Achso, das ist die komische Bounce Gun. Well done, guys. Das ist meine. Das Querschlägergewehr. Genau. What's next, Kenzie? Mike Gewehr quasi. Now that the relays aren't confusing signal, I can see the source of the influx. Sid will take you to it. Follow me. Follow me. Okay. Ich mach mal was auf Oldschool. Ist das auf die richtige Richtung? Daten sammeln, die ich aus dem Boden nochmal stampfe, während muss ja auch mal sein. Ah, fliegen, fliegen, fliegen. Brauch schon Autos, wenn man fliegen kann. Nee, also wie gesagt, Battlefield 3 ist schon, 4 ist schon nett. I don't have time to explain this. Just pick up people and throw them into it. Yeah, fuck context. Leute aufschießen durch die Ja, einfach da reinwerfen. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Ich kann das all day. Warum wird das Ding explodieren? So. Besiege den Retro-Klon. Gewiss. Retro-Klon? Das ist da hinten. Aua! Der tut weh. Ja, das ist wieder so ein Boss-Boss. Aber jetzt gleich nicht mehr. Aua. Boom! Aua. Aua. Aber schöne Aufladen, scheiße. Ist mein Dubstep da? Dubstep. Dubstep. Der Vollpfosten. Er fliegt schon wieder durch die Gegend hier. Stomp! Achso, hier, jetzt müssen wir werfen. Achso, ja, ja, dann werfen wir. Jetzt müssen wir zurückwerfen, wahrscheinlich dann das Portal. Ich nehme mal mit. Jo, oh, mach mal. Einen Weg finden. Ah, da ist ja das Portal. Schön festhalten, mein Freund. Hi. Und... Nein! Komm jetzt her, du. Meine Power ist gerade am Aufwärmen. Nein, was machst denn du? Den brauchen wir doch noch. Hab ihn wieder. Ja, weg da. Die Fall du.
Genau. Oh, fuck. Hey, noch mehr? Ja, der läuft gerade weg, der da. Das Co-op-Player, hast du gehört? So, einer ist down. Kannst du schon mal abholen hier? Den anderen jag ich mal. Ja, zack. Der will aber ganz schön hier einen auf Hasch mich, ich bin der Jäger oder so spielen. Der hier. Der denn nach das ja oben, ey. Ja, wild am rumblinken. Es ist überhaupt gar nicht nervig, dieser Effekt, wenn man Damage. Überhaupt nicht. Hab ihn. Hep. Er muss runter da, ne? Ja. Ah ja, hier. Gucken. Rein damit. Und tschüss. Wow. Hier zu Daten. Kaputt. Der nervt. Lass mal da. Hitpoints. So. Shitpoints. Oh. Die hauen mich hier gerade ganz schön zu Brei. Muss hier weg. Beim spontan hier einen verprügeln in der Hoffnung, dass da mal ein bisschen Lebensenergie bei rauskommt. Ja, schön wär's. Hui. Oh oh. Animalisches ja, das ist super. Jetzt muss ich fast down bekommen, natürlich. Töte den Wächter, ja dann. Die Frage mit welcher Fähigkeit? Guck mal, jetzt haben wir ein paar Hitpoints hier wieder. Ein paar Leute vertrimmen mir Lebensenergie zusammen. Oh, was macht der für Fähigkeiten hier? Ach so, erstmal wieder Schild down. Ah. Das ist die Frage, mit welcher Fähigkeit man das Schild down macht bei ihm. Es ist egal, es muss halt eine von den Fähigkeiten sein. Jetzt zum Beispiel. Alle Fähigkeiten machen das Schild down. Oh ja, er bewegt sich auch gar nicht schnell weg. Okay, einer macht die Fähigkeit weg, der andere schießt. Der andere ist, glaube ich. Ja, ist weg. Ja. Oh. If its shields are up, use your powers. Tun wir, du Nuss. Problem ist, der bewegt sich die ganze Zeit. Alter, mal still, Mann. Schild wegmachen. Ja, das ist schon wieder da oben. Ah, muss aufladen. Nimm die Kategorie nervige Bossfights für 400, bitte. Ja, super. Schild ist down. Ich bin auch gleich. Nee, doch nicht. Aber, ist er denn schon wieder? Mach mal ein Schild. Ja, das ist das leider nicht. Wo will er denn hin? Drop the base. Boom. Hast du ihn? Ja. Zack. Da ist er, komm. Holen dir. Jo. Das aus. Darauf zugeflogen und dann hast du irgendwie kurz du bist gar nicht drin. Von innen. Sieht komisch aus. Irgendwie stehst du bei mir neben dran. Ja, ich glaube, der war. Egal, er ist kaputt, er ist tot, er ist jingle. Alright, let's see what that warden had for me. Sure, one moment. Schön. Gibt mal Punkte jetzt wieder? Ach nee, ist wieder eine neue Fähigkeit. Buffet, die Ernährung. Fire, particularly flaming bullets. Flaming bullets? Nice. Oh god, why don't they have these things in the real world? Burn, motherfucker. It's not just bullets. Yeah. Try just getting close to people. I set people on fire just by invading their personal space. Oh, Kinsey, you are awesome. Have fun. Ich will Sachen hauen, ich will Sachen hauen. Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du dich bewegen? Jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt kann ich mich auch bewegen. Achso, erstmal muss ich wieder wahrscheinlich. Ja, geil! Was, wie? Einfach also, durchlaufen. Durchläuft. Ach, das auch. Ja, die brennen dann. Burn, baby, burn. Muss halt nur, die hält halt nicht ewig, die Fähigkeit. Hallo. Und brennt. Halt so ein heißer. Heiße Schnitte. Really? Also drauf schießen. Schon wieder. Ist aber gut, dann kann man den Schild also quasi durchs Draufschießen direkt runter machen. Ja, das ist schön. Das ist mal eine Fähigkeit, die mir echt gut gefällt. Klonspiel geschafft. Ich spiele gerne Klonen, vor allem mit Twins. Brr, brr, brr.
Das war perfekt jetzt gleich, um eine kleine Pause zu machen. Aber erstmal muss ich das Zeug hier noch hochleveln. Auf genannte Warze warten. Ich warte gerne auf die Warze. Lies mir das jetzt alles durch, was hier steht. Ja, ja. Du bist eine Leseratte, gibst du. Achievements. Blast from the past. Na dann, blasten wir von the past in der nächsten Folge hier. Blowdrop from the past.